In Deutschland gibt es steuerfinanzierte Zweitfrauen. Kein Witz, während die Mehrfachehe in Deutschland ja verboten ist, aus gutem Grund. Wir haben eine Ehe aus einem Mann und einer Frau und wenn es jetzt natürlich nach den Linken geht, auch aus anderen Geschlechtern, aber jedenfalls 1+1. Gibt es ja in der islamischen Kultur durchaus die Möglichkeit, sich als Mann mehrere Frauen zu suchen. Und jetzt kommt der Clou. Die Bundesregierung importiert massenweise illegale Migranten oder Ausgeflogene aus Afghanistan oder qualifizierte Zuwanderer aus muslimischen Gebieten. Und diese qualifizierten oder auch unqualifizierten Zuwanderer bringen natürlich oft ihre Zweit- und Dritt- und Viertfrau mit. Wenn sie dann im Bürgergeldsystem landen, und das ist durchaus wahrscheinlich, so sind beispielsweise 54% aller Syrer komplett arbeitslos, ganz, ganz viele Frauen darunter, dann bekommen sie für jede einzelne Zweitfrau, die sie mitgebracht haben, genauso Bürgergeld wie für ihre Erstfrau. Also während es für Deutsche nicht gestattet ist, mehrfach zu heiraten, aus guten Gründen und aus unserer Überzeugung heraus, darf der deutsche Steuerzahler Michel doch den muslimischen Zweit- und Drittfrauen das Auskommen bezahlen. So funktioniert es, eine steuerfinanzierte Zweitfrau zu haben. Der deutsche Steuerzahler zahlt es ja von seinem zwangsweise, von seinem Einkommen abgepressten Steuerbetrag. Wir von der AfD sagen, so etwas darf es nicht geben. Wir wollen keinen Bürgergeldbezug für irgendwelche Ausländer. Da bedeutet Bürgergeld ja nicht, dass diejenigen, die es erhalten, Bürger seien. Das sind nur ungefähr die Hälfte, sondern vor allem diejenigen, denen das Geld weggenommen wird. Wir wollen Sachstatt-Geldleistungen für die komplette Migrationszuwanderung nach Deutschland, denn das schließt aus, dass Menschen ins Sozialsystem einwandern. Und dann ist auch die Debatte über Zweit- und Dritt- und Viertfrauen im Bürgergeldsystem völlig passé. Wir brauchen keinen Respekt für die muslimische Kultur in unserem Sozialleistungssystem. Da hat es keinen Ursprung und da hat es auch keinen Sinn. Wir brauchen eine soziale Marktwirtschaft für unsere Bürger, die hier fleißig arbeiten und ein Missgeschick erleiden. Aber wir brauchen nicht ein Sozialamt für die gesamte kulturelle Vielfalt der Welt.